What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Es geht immer noch um die Spur der Kriegsherrin, immer noch die Hauptquest, da wir ja bei den Hauptquests nicht ganz so schnell weitergemacht haben. Und es geht darum, das Gebiet zu untersuchen. Freut mich übrigens sehr, dass du eingeschaltet hast. Dass du eingeschaltet hast und du bist natürlich auch herzlich willkommen, diesen Kanal zu abonnieren, falls du das nicht schon lange gemacht hast. Und jetzt untersuchen wir mal das Gebiet, das wir hier untersuchen sollen. Gibt es denn hier irgendetwas mit diesem komischen Stein zu tun? Ganz so weit vor werden wir hier wohl nicht gehen. Da fühle ich mich nämlich nicht so wohl. Oder vielleicht gibt es auch... Untersuche den Bogen. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Ja. Untersuche das Lagerfeuer. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Das denke ich auch. Untersuche die Pfeilspitzen. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Da hängt doch noch was. Essensreste. Frische Beute. Gerade gehäutert. Sona und ihre Krieger können nicht weit sein. Wir hören da den Läufer hier. Ne? Der Läufer ist auf jeden Fall in der Nähe. Und die Verbände. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Der Langhals, nicht der Läufer. Entschuldigung. Das könnte eine Spur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Das haben wir schon. Die Blutspur, die werden wir mal hier markieren. R1 markieren. What? Das hätte... Wow, Freunde. What the hell? Okay, dann. Wie sieht's aus? Nehmen wir mit. Fokus weiterhelfen? Wir holen uns. Komm. Komm, Stu. Denn ich bin zu faul, zu dir zu gehen. Also komm du bitte zu uns. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir folgen wieder einmal einer Blutspur. Das hatten wir ja schon mal. Dass wir einer... Okay, ich glaube, wir lassen ihn da. Es gibt noch andere, wenn es wirklich wäre. Wir sind jetzt nicht auf ihn alleine angewiesen. Also soll uns das nicht stören. Ah, das ist aber eigentlich ja ziemlich geil. Wenn man nicht ständig eine Taste drücken muss, ist das eigentlich ziemlich cool. Ich kann es noch schaffen. Was? Wow. Warum verkacke ich es denn immer so? Ich war eigentlich fix der Meinung, dass wir schön ins Auge getroffen haben. Was ist das hier? Alter, das tut uns weh. Was war das, Freunde? Das hat uns auf jeden Fall Schmerzen zugefügt. 14% Feuer. Und ein Wächterherz. Das können wir nämlich gebrauchen, falls wir uns eine andere Kleidung, ein anderes Outfit zulegen wollen. Dann ist das ganz nützlich. Waren es nicht drei? Ich dachte, wir haben drei erledigt. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Gut. War wieder mal gefailt. Wir müssen immer wieder ständig in den Kampf. Ich dachte mir eigentlich schon, dass es gereicht hat. Aber ein weiterer Tag ist vorbei. Hat wieder mal nicht gereicht. Mit einem Pfeil. Und ich dachte, dass er auch ins Auge gegangen ist. Aber naja, Freunde. Man sieht ja, dass es nicht immer so klappt, wie es klappen soll. Zumindest nicht. Bei mir. Wow. Und auch hierauf mit dir. Und hierauf.
Okay. Ein toter Sägezahn. Wo? Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Ah, sie könnte da. Sie könnte in der Nähe sein. Sie könnte in der Nähe sein. Ich hoffe, dass aber kein Sägezahn kommt. Denn diese Teile mag ich nicht. Die sind nämlich echt nicht die geilsten. Was habe ich denn gerade gesagt? Ja, fall runter, fall runter, fall runter! Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Bahn hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Oh, verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay, dann haben wir sie auf jeden Fall mal gefunden. Und jetzt werden wir ihr folgen. Maschinen aus der Erde. Moment mal, ich möchte da noch kurz schauen. Was haben wir denn da alles? Auf jeden Fall genug Zeug, das wir gerne wieder mitnehmen. Oh, jetzt wäre ich fast falsch gelaufen. Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Okay, wir folgen jetzt einfach mal. Hey, da gibt's ein Lagerfeuer, Freunde. Moment mal, da musst du jetzt kurz mal auf mich warten, Sona. Übrigens, eine Sona gibt es auch in League of Legends. Nur so nebenbei am Rande erwähnt, ne? Okay. Hier die Pflanze. Nehme ich unterwegs mit. Ja, das können wir immer gebrauchen. So Dinge für unterwegs sind immer gut. Lauf nicht so weit. Wo gehen wir denn hin? Ja, nehmen wir das Reinholz aber auch gleich mit. Denn warum nicht? Einfach nur so. Wenn schon so neben mir ist, dann muss ich das auch mitnehmen, das geht ja gar nicht anders. Genauso wie wenn ich da etwas... Daraus will ich später einen Trank brauen. Oh, schaut mal her, ein Wächter, der mir natürlich Metallscherben gibt. Die will ich auch alle einsammeln, denn irgendwann möchte ich mir auf jeden Fall ein anderes Outfit kaufen, Freunde. Hey, hier gibt's eine Kiste. Haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lasst uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Okay, Moment mal. Plünderer. Ein Raubjäger, der sich mit seinem gefährlichen Maul und Laser gut zu verteidigen weiß. Körper. Keine Schwäche und keine Stärke hat der Außenhülle, die die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Eine Energiezelle aus diesem Bauteil kann Zünderrohstoffe erbeutet werden. Ein Treffer auf dieses Bauteil mit Schockpfeilen löst eine Explosion aus, die alles in diesem Bereich elektrifiziert. Wir haben jedoch keine Schockpfeile, soweit ich weiß. Radar. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert die Scan-Fähigkeit. Schwäche der Abriss.
Ich glaube, wir haben was mit Abriss auch drin, aber... Okay. Beute, Zünder, Metallgefäß, bla bla bla, Plünderer, Linse, Plünderer, Herz. Also wir bekommen da auf jeden Fall einiges. Überbrücken ist gesperrt. Okay, aber wir haben ja wirklich mit unserem Pfeil, wir haben nur Feuerpfeile und normale Pfeile, wir haben hier nichts. Wir könnten Fesseln, Präzisionspfeile haben wir auch, aber ja, den Schockdraht könnten wir verwenden, aber dann geht es nicht genau auf dieses Bauteil. Jetzt schauen wir mal, was haben wir da. Wir bräuchten nämlich da den anderen, den Karja, irgendwie den Bogen, glaube ich, dass wir die Schockpfeile verwenden könnten. Zerstöre die Lohe-Behälter, das ist optional. Die will ich aber schon zerstören. Ups. Entzündlich, muss ich da runter? Da kann ich doch von oben, ganz ehrlich, das probieren wir mal, von oben mit Pfeilen die Lohe-Behälter zerstören. Okay, wow. Wow. Okay. Diese Methode war vielleicht nicht so geil. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Denn es sieht so aus, als müssten wir schon erst die ganzen Gegner hier mal erledigen. Oder zu so einem Lohe-Behälter, naja. Warum denn nicht? Hatte ich das nicht getötet? Okay. Okay, Schweinchen. Ich will die Lohe-Behälter auf jeden Fall alle zerstören. Und dachte mir halt, für was runtergehen. Ich suche mir jetzt mein Ziel. Ja, such dir ein Ziel. Auch hier ist noch ein Lohe-Behälter. Und auch hier ist noch einer, Freunde. Ja, sieht man doch, dass das auch von oben geht. Natürlich wäre es auch anders gegangen, aber... Erledige die Kultisten und verdorbenen Maschinen. Das machen wir natürlich auch. Aber jetzt schauen wir mal, ob es hier einen Weg gibt, wo es nicht ganz so gefährlich ist. Denn wir waren ja jetzt nicht unbedingt unauffällig. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, ja. Genau. Wir sammeln jetzt erstmal. Schatten verlangt nach Opfern! Okay, wenn wir hier runtergehen, wird das ein bisschen... Ein Geschenk des Schattens! Okay. Freunde, noch keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Irgendwo hier von hinten. Was haben wir denn hier? Oh, eine Metallblume. Das ist natürlich auch gut. Metallblume, Modell Number One. Und die... Okay. Schön auch das gefunden zu haben. Im Inventar haben wir neue Rohstoffe. Nein. Ach, heute verklicke ich mich die ganze Zeit. Und auch Schatzkisten. Leuchtendes Geflecht, für was auch immer wir dieses wieder brauchen. Und Rohstoffe, was ist denn hier neu? Truthahnhaut, selten. Okay, so, jetzt müssen wir aber irgendwie schauen, dass wir das hier nehme ich doch mit. Weiterkommen und da unten das erledigen, so wie es geplant wäre. Auf jeden Fall ist alles aufgeschreckt. Aber das wäre ja so oder so gewesen, wenn ich dieses Zeugs zerstört hätte. Da glaube ich, hätte sich nicht viel daran geändert. Jetzt bin ich auf jeden Fall nicht sichtbar.
Welchen Pfeil nehmen wir denn? Da! Da! Okay, wir haben Menschenkill. Weiß ich nicht, ob ich... Was? Warum hast du mich? Warum hast du mich? Sprengdraht? Freunde, probieren wir es mit dem Sprengdraht. So, rennt hier jemand rein? Du kannst dem Schatten nicht entkommen. Komm doch mal. Ja. Kämpfen. Kämpfen. Niemand kann dem Schatten entkommen. Oh, 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 oh. Alter, da sind aber so viele. Das sind ja echt viele. Nehmen wir mal das da. Und die haben doch Lohebehälter drauf, gell? Bam, komm, bam. Ja. Das klappt nämlich ganz gut. Sieh mal an. Ups. Auch da drüben wieder. Oh, Moment mal. Haben wir denn hier noch irgendwo Lohebehälter? Ja. Kommt hier jemand? Komm doch. Komm doch. Hallo, hier bin ich. Da kommt ja gar keiner. Freunde. Versammeln! Nein, ich schieße da drüber. Ach. Fuck off. Ich sehe was. Ja, ich sehe was. Hey. Hey. Ziel gesichtet. Schießt der natürlich wieder. Alter Freunde, ich bin hier einfach auf der... Nein, da geht ja gar nichts weiter. Das ist kacke. Wir gehen hier jetzt mal irgendwo anders hin. So geht ja das nicht weiter. So, kommst du zu mir? Ach komm, jetzt hänge ich hier. So, Action. Freunde, Action. Wir wollen Action haben. Darf ich fragen? Was ist das? Jetzt kann ich es erst nehmen. So, wir haben wieder... Okay, wir haben wieder Punkte. Da machen wir das noch nicht. Jetzt machen wir mal diese Mission hier. Ja, die irgendwie... ein bisschen komisch ist. Echt jetzt? Jetzt sterbe. Sterbe doch. Wir nehmen das hier mal. Suche abbrechen. Ziel gefunden. Was? Ziel gefunden? Komm mal her. Hä? Freunde, seht ihr das? Da keinen Schaden bekommen. Was war denn das, hey? Metallscherben. Dein Ende ist gekommen. Oh, 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 oh. Lieber ein bisschen weg, aber er dürfte eigentlich verbrennen. Ja, ist auch verbrannt. Bam. Ey, da habe ich auch noch eine abbekommen. Rede mit Sona. Okay, Freunde, ich glaube, ich muss mir einfach aufhören, versuchen, so vorsichtig zu spielen, sondern einfach Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung, ihr kennt das ja, ja? Dann ist das nämlich auch nicht ganz so langweilig. Aber nein, ich wollte halt irgendwie versuchen, naja, der Gott, egal, 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 wir haben alles erfüllt,
Und das ist ja das Wichtige. Ja, das Ziel haben wir. Bevor wir damit reden, holen wir uns noch hier alles. Denn auch eine Vorratskiste, dann gibt es natürlich hier noch einige Sachen, die wir mitnehmen. Wir plündern hier alles, was so herumliegt. Denn das ist cool, das ist geil. Dann rauf mit uns, auch oben dürfte noch einiges sein. Und heilen tun wir uns auch mal komplett. Okay, so, da ist natürlich der Sprengdraht und den Sprengdraht kann ich nicht mitnehmen, denn das habe ich noch gar nicht geskillt. Aber Freunde, soweit ich weiß, habe ich da etwas gelesen. Lautlos zu landen, verwendet beim Balancieren auf seinen Fernkampfwaffen, leichte Sperrangriffe schlagen, verlängert die Zeit. Ah, okay, das ist also erst irgendwo anderes. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Was machen wir denn als nächstes? R1 beim Balancieren auf seinen Fernkampf wäre auch nicht so schlecht. Okay, da geht's dann weiter. Ruft eine neue überbrückte Reitmaschine, wenn keine andere verfügbar ist. Ach, ist auch praktisch. Wo geht es denn hier weiter? R1 um einen versuchten Feind. Ach, das ist dann das, genau. Wir behalten uns die Punkte noch. Denn ich weiß nicht. Das wäre natürlich auch ganz cool. Wobei das auch nicht. Ist alles eigentlich ganz geil. Verwende beim Balancieren auf Seilen. Das ist eher nicht so. Also das ist nicht unbedingt so nötig momentan, finde ich. Das lautlose Landen, um kleine Maschinenmenschen zu erledigen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das nehmen wir einfach mal. Das nehmen wir mal, denn das können wir ein bisschen ausprobieren dann. Warum denn auch nicht? Gut, hier gibt es auch noch etwas. Wie gesagt, noch hier ein bisschen umsehen, bevor wir mit der Sona quatschen. Denn wer weiß, was wir noch alles finden, Freunde. Ach ja. Und habt ihr euch das Spiel denn auch schon gekauft? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ja, wie gefällt es euch? Findet ihr es genauso geil wie ich? Bei mir hat man ja, glaube ich, mittlerweile doch schon festgestellt, dass ich mich echt in dieses Spiel verliebt habe. Ich will manchmal einfach gar nicht irgendwo weitermachen, sondern wirklich ja einfach gemütlich dahin spielen. Um wirklich viel von dem Spiel zu haben. In der Story komme ich wirklich, glaube ich, sehr zäh voran, weil ich mir echt Zeit lasse. Aber das war eigentlich von Anfang an auch so geplant bei mir. Wenn ich es Let's Play oder wenn ich es spiele, dass ich es ausnütze. Und ja, das mache ich auch. Okay, ich denke, wir haben aber soweit jetzt alles hier. Oh, Moment mal. Ja, wenn man es verschreit, gell, dann... Okay, jetzt reden wir mal es mit Sona. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss... Jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Val, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten... Und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier. Bei dir. Für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Okay. Untersuche die Ausgrabungsstätte. Das machen wir auch. Dann kommen wir eh in der Hauptquest schon ganz gut weiter jetzt, oder? Ja. Da geht schon was. Das ist eigentlich eine ziemlich lange Quest sogar. Da weiß ich gerade nicht, wo wir hin müssen. Die Ausgrabungsstätte. Wo ist denn die Ausgrabungsstätte?
Hä? Heute bin ich schon wieder nicht ganz so... ganz so da. Geht es ja auch noch überall runter. Liegt hier auch noch Zeug herum? Nö. Aber da hätte man auch etwas reingeben können, gell? Oh ja. Claro. So, was muss ich denn jetzt hier untersuchen? Hallo? Die Ausgrabungsstätte. Irgendwo ist hier irgendetwas, das ich untersuchen muss. Und das muss aber irgendwo da hinten sein. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Ah, danke für den Tipp. Das funktioniert natürlich, wenn man das macht. So. Spur markieren. R1. Folge der Lohespur. In diese Richtung. Naja, auf das wäre ich jetzt nicht gekommen, wenn sie das nicht gesagt hätte, wirklich. Was haben wir denn? Oh, Freunde, hier ist auch etwas für uns. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Okay, dann wieder Rede mit Sona und Val. Dann sagen wir das gleich, würde ich behaupten. Ich habe etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleit. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu! Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Wir haben das Hauptquest abgeschlossen, die Spur der Kriegsherrin. Freunde, endlich haben wir das abgeschlossen, denn da haben wir uns hier ziemlich stark gelassen. So, dann ist das nächste die Rache der Nora und eine Sucherin vor den Toren. Das sind die zwei Hauptquests, aber wir haben immer noch die Nebenquest Schmach und Schmerzen. Und da das Stufe 7 ist, werden wir das auch als nächstes machen, würde ich mal sagen. Das haben wir schon. Nora Jagdgebiet, ich weiß auch nicht, warum das hier nicht rausgeht, wahrscheinlich, weil es bei den Aufträgen Jagen für die Lounge immer noch dabei ist. Naja, wir machen auf jeden Fall diese nächste Nebenquest. Was haben wir denn hier noch? Irgendetwas Neues? Nö, soweit nicht. Soweit nichts. Gut. Gut, Freunde. Dann können wir auch weitermachen. Ist ja schön. Die Hauptquest gelöst. Nicht sehr souverän. Ich hätte einfach die Lohebehälter doch noch nicht gleich kaputt machen sollen. Wir hätten das Ganze auch leise machen können, aber das ist uns egal. So, halt dich fest. Jetzt dachte ich mir schon, sie hält sich nicht fest. Ja? Dann wäre das jetzt richtig, richtig schief gegangen. Aber hat ja dann doch noch geklappt. So, von der Karte her. Gibt es hier irgendetwas, was für uns wichtig wäre? Nicht zumindest, dass ich sehen würde. Der Weg ist weiter, kommen wir durch ein paar Gebiete. Brüllrückenareal. Okay.
Ja, mal sehen. Gut vorbereitet sein. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Dann haben wir ja eh ein Stückchen zu gehen. Tut mir leid, ich nehme alles mit, was an Fleisch hier gerade zu finden ist auch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Okay, rauf hier. Da sind wir aber wirklich weit weg. Wir bräuchten einen Läufer zum Überbrücken. Das wäre ganz praktisch. Denn dann sind wir doch um einiges schneller. Alter, warum? Wenn ich in die Richtung renne, wie kann das sein, dass der Weg immer länger wird? Okay. Oh, Wildschwein. Die brauchen immer ein paar Schüsse. Die gehen nicht ganz so leicht. Ja, wo sind wir denn hier wieder? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Jetzt baut die Karte wieder nicht auf. Das dauert zeitweise ein bisschen. Hier waren wir schon, weil hier haben wir schon ein Lagerfeuer freigesetzt. Dann brauche ich mich hier nicht umsehen. Okay. Okay. Aber das nehmen wir mit. Oh, Freunde, ist denn hier nirgends ein Läufer? Das wäre schon ganz toll. Auch hier ist wieder ein Wildschwein. Dich lasse ich jetzt mal. Hier tue ich mal nichts. Hey, und auch hier. Okay, Freunde, da haben wir noch ein Stückchen zu gehen. Aber jetzt werden wir mal einen geschmeidigen Cut hier machen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Und somit wünsche ich einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss.